eigentlich mit umgehen? Man hat gesagt, ich soll das halten wie ein Eis, nur nicht reinbeißen. Also, ich freue mich, dass, wie abgesprochen, ich die Gelegenheit habe, Horst Fabig, den vorigen Dirigenten, zu begrüßen. Herzlich willkommen, Horst Fabig. Und von dieser Stelle aus viele Glückwünsche an Ihre, Glückwünsche kann man nicht sagen, Genesungswünsche an Ihre Frau. Wenn Ihnen das mit dem Orchester nur halb so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann war das eine wahnsinnige Zeit. Das nächste Stück wird für die Kinder etwas anstrengend, muss man sagen. Man fragt sich ja oft, wie kommen Beethoven oder meinetwegen Brahms, wie kommen die darauf, eine Stunde lang ein einziges Werk auszuwalzen? Na, man muss sich vorstellen, die Zeit war einfach eine andere. Man hat sowieso gesungen, man ging im Theater und hat dort gesungen, man hat auf der Arbeit gesungen, Lieder waren bekannt und die gingen so herum. Wenn man in ein Konzert ging als Bürger, dann hat man erwartet, dort etwas geboten zu bekommen. Anders als heute, dass man einen Hit nach dem anderen, die man schon kennt, hört. Wenn ich meinetwegen das nächste Mal zum Pink-Konzert gehe, kenne ich alle Hits, ich bin ein großer Fan. Ja, und ja, also da kennt man alles schon. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass viele Melodien hintereinander kommen. In einem großen Werk geht es um wenige Themen, die müssen interessant miteinander verarbeitet werden, verflochten, die kämpfen, die lieben sich, was auch immer. So ist es bei der Nordischen Sonate auch. Das ist ein Werk im romantischen Stil. Wir tragen Ihnen den ersten Satz vor. Stellen Sie sich vielleicht Fjorde vor oder etwas Ähnliches. Eine nordische Stimmung ist gleich am Anfang da. Dann hören Sie, ohne viel vorwegzugreifen, wie die Musik leidenschaftlich ruft, wie sie verzweifelt schreit, und Sie hören, wie die Musik anfängt zu kämpfen. Sie hören, wie die Musik, wie der Musik eine unheimliche Schönheit begegnet. Liebe und große Schönheit. An dieser Stelle denke ich immer an meine Frau. Das muss ich sagen, sie sitzt da hinten. Sei froh, dass ich keinen anderen will. Die Nordische Sonate, Sie werden zum Beispiel am Ende des Stücks hören und auch zwischendrin, wie das Orchester wirklich tief durchatmet. Sie hören es einatmen und ausatmen, wie ein lebender Mensch, der Ihnen etwas erzählt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Nordischen Sonate.